Einen schönen guten Morgen. Halb zehn. Die Zeit für ein Knoppers, Zeit für einen Trail. Wir haben schon die ersten 1100 Höhenmeter hinter uns. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum schaut ihr jetzt das Video erst? Weil ich keinen Akku mit habe für die GoPro. Und jetzt beim Jausen, oder besser gesagt nach dem Jausen, habe ich den Rucksack aufgemacht. Und ganz hinten unten war der Ersatzakku gerutscht. Ja, und jetzt haben wir Strom. Und jetzt geht es dahin. 97% Ladeanzeige. Genau, zu der ganzen Geschichte, wo sind wir heute? Sind wir Dulsti? Ja? Dulsti? Das werden jetzt die wenigsten wissen, wo das Chima Dulsti ist. Also im Friaul, Gemium, Valresia, Nähe Machu di Nesi, Chiusa Forte, Atoll südlicher. Es ist warm in der Sonne, es ist richtig heiß. Eigentlich war es ein Dolomitentrip geworden. Wir haben angefangen in Santo Stefano di Cadore, egal. Dann haben wir was gemacht. Dann sind wir uns weiter auf dem Wolaiersee. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nochmal zurück, machen in die Dolo noch etwas. Weil es Juli ist, jetzt passen wir ein bisschen mit den Leuten auf, dass es nicht komplett durchgeht, weil da kannst du in Szenen reinkommen, das machst du da keinen Begriff. Ja. Da ist der Mediamarkt Supercell heilig, was in den Dolomiten abspielt. Also da steigen sie zusammen. Und alle zusammen, das ist Wucht, das habe ich schon erst erlebt, das will ich nicht mehr erleben. Und wettertechnisch war es auch besser. Was auch besser gesagt, jetzt sind wir mal ins Friaul wieder gefahren, weil es nicht weit weg war vom Wolaiersee. Also von Fornia Valtri. Und jetzt stehen wir da herinnen. Wunderschön zum Anschauen. Da hinten links sieht man ein bisschen ein Canino auslaufen. Das ganze Valresia. Dann Monte Cusso haben wir erst schon gemacht. Und hinten unten in Venzone und so. Und Richtung Dolomiten. Es wolkt eh schon wieder auf. Also, aber er sagt da noch relativ trocken noch. Total bizarr. Im Norden regnet es. Da ist schon Wetter. Perfekt für uns. Der Trail ist richtig satt. Also, die sind jetzt dann eure 1200, weil wir 100 Höhenmeter noch mal gegen Anstieg. So also richtig eine coole Sache. Taugbar bis jetzt mehr bei der Monticello, muss ich sagen. Ja, ist richtig geil, ja. Rockt mehr. Mhm. Rockt mehr. Mhm. Und ja, jetzt nehme ich mich, bleibst dabei. Ist auch ein bisschen abwechselnd. Ein bisschen mehr Dings. Und dann kriegt ihr rechts und dahin geht's. Yeah. Oh, 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 oh,
da echt Eichen. Oh. Kommt man da einfach durch so kleine Häuser durch, da geht der Weg durch. Wunderschön. Was da oben ist aus der Kriegszeit noch. Ja, da ganz hinten das kleine Schwarze. Sehr, sehr toll. Da geht's für uns weiter. Oh, mal ein bisschen im Fural.
reit. Wir sind zurück. Es ist jetzt echt richtig warm geworden und ich habe gefühlt die ganzen Spinnen von der Gegend um. Wir sollen noch die Markisen aussuchen, weil zuerst hat die Sonne noch geschienen. Egal, wenn es jetzt regnet, haben wir trotzdem die Markisen raus. Ja, ist ja nicht. Ja, es ist echt richtig dunstig. Das Boot ist auch schon einlassen, oder? Zu schön geschaltet, das Boot. Ja. Boot passt. Lass mal götten. Ja, weder 60 ist es, ist nicht ganz stabil. Sollen wir da mal reinhupfen und was essen? Wir sind voll im Stress. Wir sind voll gejagt geworden. Unser Markisen und unser Campingdasein war nicht lang von Leben. Naja, eigentlich schon. Aber es ist so ein Wetter. Ich habe gefahren, jetzt ist voll dampfig wieder. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt da noch schnell was mitnehmen, das 60 ist. Hupfen da raus, noch schnell ins Wasser. Boah, das ist der Wahnsinn. Ich habe einen Regenrad an und die Markise jetzt aufgehängt. Ja, auf jeden Fall. War echt eine coole Tour. Voll. Und ich habe den Reim gehabt, wenig Auffahrt. Müsste doch die Scheiße nicht durchschauen, wenn wir schwitzen. Woche war es ewig lang. Und Tour kommt auf Ride und Komoot. Also wer es braucht, der kannst du dann ausschauen und anladen. Genau, Kerzer in Madresia, die haben zu, total nett da drinnen. Unterstützt die Gegend ein bisschen. Die haben es jetzt echt verdient, was die tun. Ja, und in diesem Sinne. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, für dich, ciao.